Es geht um Förster. Also es geht jetzt nicht um irgendeinen ganz bestimmten Förster und keine Sorge, ich werde jetzt keine Namen nennen. Um Gottes Willen, wenn man Namen nennt, dann Jesus, dann ist man gleich vorm Richter oder kriegt irgendeine Klage wegen Beleidigung oder Verleumdung oder was weiß ich. Nee, also es geht ganz allgemein um Förster und es gibt bestimmte Förster, die sind super, gar keine Frage. Es gibt tolle Förster. Und da kann man anrufen und dann sprechen die mit einem. Man ruft an und ja, ich bin hier gerade und ich habe Zeit für Sie. Ja, sicher, erzählen Sie mal, was liegt Ihnen denn auf dem Herzen, was wollen Sie wissen? Es gibt solche Förster. Es gibt Förster, die lesen Artikel auf meiner Webseite und dann schreiben die mir eine E-Mail. Herr Adrian, also ich habe das gelesen und so, ich bin da nicht mit allem einverstanden. Sie schreiben da an dieser einen Stelle, schreiben Sie dies und jenes und da bin ich ganz anderer Ansicht und dann schreiben die mir das. Und da kommt nicht irgendwie, ich werde Sie verklagen, Sie schreiben einen Scheiß, das ist Falschinformation oder so, wie können Sie nur und so. Nee, die melden sich und sagen einfach, ja, vielleicht verbessern Sie das oder vielleicht schreiben Sie das, was ich hier Ihnen mitteile, auch auf Ihrer Webseite, dann haben Sie zwei Meinungen auf Ihrer Webseite. Geht alles, machen auch bestimmte Förster. Da komme ich gut mit klar. Oder es gibt Förster, die vereinbaren dann eine Exkursion mit einem. Da darf man dann hinfahren, man trifft sich mit denen, die opfern ihre Zeit und führen einen durch den Wald und zeigen einem alles. Und hier steht dieses und da habe ich dieses gemacht und da machen wir das und so. Super. Es gibt Förster, die sind wahnsinnig kommunikativ und nett und freundlich. Und selbst wenn man sie dann hinterher kritisiert, bleiben sie freundlich und sagen, ja gut, das ist ihre Ansicht, ich bin anderer Ansicht, okay, dann ist das so. So, das sind die einen Förster. Aber es gibt eine andere Sorte Förster, da reg ich mich drüber auf, da ärgere ich mich. Ich meine, ich schreibe das nicht auf meiner Webseite, um Gottes Willen, aber ich ärgere mich privat über eine bestimmte Sorte Mäuse von Förstern. Die gibt es mit Sicherheit auch in anderen Berufen. Da gar keine Frage, also um Gottes Willen. Es geht hier nicht nur um Förster. Solche Typen gibt es bestimmt in anderen Bereichen auch. Und um Typen meine ich nicht abwertend, um Gottes Willen. Es geht um einen Typus, einen bestimmten Reaktionstypus. Und da meine ich also die Leute, die. Erstens, die melden sich gar nicht. Da schreibt man E-Mails, manchmal mehrere E-Mails, die melden sich einfach nicht. Oder man ruft sie an, ist entweder immer besetzt oder man erreicht überhaupt keinen. Oder man schreibt sogar einen offenen Brief, habe ich auch schon gemacht, an irgendeinen Leiter von irgendeinem Forstamt, melden die sich nicht. Kommt keine Rückmeldung, nichts. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Also, oder es gibt, die gibt es auch noch, dann ruft man an und dann kriegen sie es ganz dicke. Da stellen sie eine Frage, also zum Beispiel, wie ist das hier mit dem Wild oder so, und dann kommt, also erdreisten, sie haben überhaupt keine Ahnung und was schreiben sie denn da für einen Quatsch oder was ist denn das, was wollen sie denn da und wie kommen sie denn da drauf und was erdreisten sie sich und so, gibt es alles. Gibt es also alles schon erlebt? Bei Förstern manchmal, da denke ich. Ich meine, und es ist ja auch so, es ist ja nicht deren Wald. Ich meine, wenn es ihr privater Wald wäre, dann können sie machen, was sie wollen. Oder fast im Rahmen der geltenden Gesetze. Und dann können sie auch sagen, hier, das ist mein Wald und das hat sie nicht zu interessieren, das ist mir egal, was sie da schreiben. Ne? Geht ja auch. Aber es sind manchmal Förster, die verwalten den Stadtwald oder den Landeswald oder den Staatswald. Und das ist ja, wenn man so will, ist das ihr Wald. Oder zumindest ein Teil gehört einem, nicht? Oder das sind Beamte und man zahlt ja Steuern und dann denkt man immer, wie ist das möglich? Warum sagen die mir nichts? Was haben die zu verheimlichen? Ne? Was ist denn das Schlimmste, was denen passieren kann? Ja gut, dann schreibe ich das, was sie mir erzählt haben. Ja, und das wollen sie nicht? Warum denn nicht? Weil dann
dann steht dann auf meiner Webseite, das darf nicht sein. Bei dem Adrian, da darf nichts stehen. Nur offizielle Pressemitteilungen dann in der Frankfurter Rundschau oder Süddeutschen Zeitung oder so, das ist dann in Ordnung. Aber um Gottes Willen nicht auf so einer Webseite. Also ich begreife das nicht. Ich begreife das nicht. Ist für mich ein Rätsel. Ich meine, was hat der Förster denn zu befürchten? Ich meine, wenn ich so ein Interview mache, dann habe ich dann so ein Diktaphon laufen und dann da winken einige schon ab. Nein, um Gottes Willen, das Diktaphon bleibt aus. Das geht gar nicht. Also, als wenn ich das hinterher komplett auf Facebook bringe oder was. Wenn sie da irgendwie vielleicht ihre Frau erwähnen oder... das geht schon nicht. Also Diktaphon wehren einige schon ganz ab. Nicht? Also, so, dann können sie dann mitschreiben. Okay. So, aber wenn das Interview dann gelaufen ist, dann veröffentliche ich das ja nicht sofort, sondern ich lasse die das Korrektur lesen. Dann dürfen sie, und ist ja auch, macht man doch so als Journalist. Nicht? Dann lässt man das Korrektur lesen, ist das in Ordnung, was ich da geschrieben habe, ist sie vielleicht missverstanden worden, sondern was korrigieren oder was. Das ist auch alles Standard beim Journalismus. Ja, ich meine, gut, nee, nicht bei einigen Journalisten offensichtlich nicht mehr, aber ich arbeite so, ich versuche fair zu sein, ja, unabhängig. Und was ich auch schon erlebt habe, war, dann hast du das Interview dann veröffentlicht, alle sind zufrieden, ja, ist in Ordnung, alle dürfen wir so machen. So, dann fragen sie einen anderen Förster und der sagt dann, auch seine Meinung dazu und der kritisiert den ersten Förster. Ach du lieber Gott, dann veröffentlicht das. Und dann geht er los. Wie können Sie diesen Förster da veröffentlichen? Ich habe Ihnen doch das gesagt und jetzt sagt er das und das geht nicht. Und als wollen die so ein Exklusivrecht, ja, wo nur sie ihre Meinung vertreten. Den Eindruck habe ich manchmal. Nur sie, um Gottes Willen. Das ist so wie auf der Webseite von irgendeinem Forstbetrieb, der da nur seine Schokoladenseite zeigt. Und so muss das dann auch auf meiner Webseite auch sein. Ich darf da nur über die Schokoladenseite schreiben. Um Gottes Willen, nichts Negatives. Ja? Oder nur so ein bisschen was Negatives vielleicht. So ein Feigenblatt. Aber um Gottes Willen, keine Generalkritik. Ja? Also nicht irgendwie grundsätzlich was. Um Gottes Willen, das darf er gar nicht. Und wenn sie den Namen Wohlleben erwähnen, auch dann geht schon die Post. Bei Wohlleben, da dürfen sie das so machen, dann, ich habe früher Wohlleben gelesen. Also das ist, wenn sie das Wort früher, dann geht es. Aber wenn sie sagen würden, ich finde immer noch bestimmte Sachen von Wohlleben gut. Ja? Oder meinetwegen von Lutz Faeser oder von Bibelrita oder um Gottes Willen. Um Gottes Willen, habe ich manchmal das Gefühl, einige Förster sind, wie gesagt, einige Förster reagieren da total allergisch. Nicht alle. Nee, also nicht, dass wir uns missverstehen. Ich rede über einen ganz besonderen Typus von Förstern, über den ich mich aufrege. Und die natürlich regen sich auch über mich auf. Ich meine, gut, das beruht dann, wenn man so will, auf Gegenseitigkeit. Der Adrian, der kriegt von mir kein Interview, dem sage ich nichts. Und du sagst am besten auch nichts, den boykottieren wir und so, der soll doch in seinem Saft schmoren da und soll seinen Scheiß schreiben, das ist doch, den soll er machen, was er will. Aber wir machen da nichts. Habe ich manchmal das Gefühl, dass das ganze Forstbetriebe da so drauf sind. Ich weiß nicht, ob die von oben irgendwie vielleicht so ein Ordre de Mufti kriegen da vom Superchef und so sagen, der auf keinen Fall, also der hat damals das und das geschrieben, das vergessen wir ihm nie, in Jahrzehnten noch soll der davon das mitkriegen, dass der damals hat er das geschrieben. Oh. Ja, so denke ich mir das manchmal, ne? Manchmal denke ich mir das. Ne? Manchmal denke ich mir auch, also, manchmal denke ich mir, ja gut, dann, wenn die sich nicht melden, dann schreibe ich das eben auch. Ich meine, keine Antwort ist, wenn sie so wollen, auch eine Antwort. Soll es ja geben. Ne? Ja. Was ich auch überhaupt nicht begreife, bei diesem Typus Förster, der blockt, der nichts sagt, ist,
die begreifen irgendwie nicht oder wollen nicht begreifen oder sitzen da in ihrem Glashaus und die begreifen nicht, dass in dem Moment, wo man mit einem Journalisten spricht, dann zieht man den Journalisten immer schon auf seine eigene Seite. Also mir ist das letztens so gegangen, dann hatte ich einen super netten Förster und dann habe ich aber was gesehen in seinem Wald, wo ich dachte, mein Gott, wenn ich das so schreiben würde, wie ich wollte, dann würde ich den total in die Pfanne hauen. Also jetzt nicht in die Pfanne hauen, aber dann würde ich da total negativ drüber schreiben. Und dann würde der sich ärgern, also dann schreibe ich das doch lieber nicht. Das ist ja so ein netter Förster, mit dem habe ich mich doch gut verstanden. Und das begreifen die nicht. Also die Förster, die nicht mit einem reden, die versäumen im Grunde genommen die Chance, mich auf ihre Seite zu ziehen. Und das ist immer so. Wenn man mit einem redet, dann ist der, wenn man so will, dann kriegt der Beißhemmung. Ja? Das kennen sie vielleicht von anderen Bereichen. Ja? Ich muss ja nicht Lehrer sein oder irgendwas, aber nehmen wir mal einen Arzt. Ja? Wenn der nett zu ihnen ist, dann haben sie doch gleich ein anderes Verhältnis. Dann kann der vielleicht auch mal Scheiße bauen. Ja, aber das ist, ja. Also mir ist das so gegangen bei einem Arzt. Den fand ich nett. Dann hat er aber nicht so besonders gut mich behandelt an einer Sache. Aber also ich würde jetzt nicht über den herziehen, weil der eben so nett war. Und da denke ich immer, wieso machen das Forstbetriebe nicht? Ich meine, da müsste es so einen Pressereferenten geben, der ist dann ganz besonders nett zu einem YouTuber, zu einem Webseitenbesitzer oder zu irgendeinem auf Facebook oder Twitter oder so. Dann ist der nett zu dem und dann ist der andere auch nett. Wie das in den Wald hinein ruft, dann schaltet auch wieder raus. Ne? So heißt es doch. Ne? Wie du mir, so ich dir. Aber das machen die irgendwie nicht. Einige machen das nicht. Ne? Andere, die sind schlau. Ne? Dann laden wir den Adrian ein, dann kriegt er noch Kaffee und Kuchen und so. Und dann habe ich alles schon erlebt. Ne? Also wenn sie vom Förster Kaffee und Kuchen kriegen, also dann werden sie doch nichts mehr über den Böses schreiben. Ich meine, ich schreibe sowieso nichts Böses. Davon mal abgesehen. Ne? Aber Kaffee und Kuchen ist doch immer nett. Ja? Wenn sie so wollen, ist das Bestechung. Also ich meine, wir Blogger sind bestechlich. Und ich meine jetzt nicht das ganz große Geld, das sind manchmal so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten schon. Und dann ist man schon so ein bisschen milder gestimmt. Ja gut, aber das ist bei einigen, keine Kommunikation, der kriegt von uns gar nichts. Der kriegt von uns gar nichts. Also machen, was der will, der soll schmoren da in seinem eigenen Saft und dann ist gut.